Paukenschlag im Weißen Haus. Donald Trump hat seinen Außenminister Rex Tillerson entlassen. Das teilte der US-Präsident zuerst über Twitter mit. In den vergangenen Monaten war es wiederholt zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Trump und Tillerson gekommen. Immer wieder wurde über dessen Ablösung spekuliert. Nachfolger soll CIA-Direktor Mike Pompeo werden. Er werde einen fantastischen Job machen, so Trump in seinem Tweet. Zugleich dankte er Tillerson für seine Zeit als Außenminister. Pompeo sprach dem Präsidenten in einem schriftlichen Statement seinen Dank aus. Die USA seien unter Trump sicherer geworden. Er freue sich darauf, die Amerikaner in der Welt zu repräsentieren und den Wohlstand der Vereinigten Staaten noch zu vergrößern. Neue CIA-Chefin soll Pompeos Stellvertreterin Gina Haspel werden. Das macht sie zur ersten Frau an der Spitze des US-Auslandsgeheimdienstes.